So, hallo. Heute bin ich mal wieder unterwegs. Und zwar habe ich jetzt gestern und auch heute und morgen noch fahre ich alle meine Bienenstände ab. Ich mache eine Bestandsaufnahme. Im Wesentlichen darum, dass ich einschätzen kann, was für Möglichkeiten habe ich in der Frühtracht, sprich im Raps und in der Obstbaumblüte. Da werfe ich jetzt einfach bei Bienenvölkern, und wir haben 7 Grad gerade momentan mal wieder, also wieder relativ mild, nehme ich einfach den Deckel kurz hoch, werfe einen Blick rein, wie stark sind sie? Ja, da so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Klar, dann hat man auch einen Blick gerade am Futter. Wie sitzen sie zum Futter? Ist überhaupt noch Futter da? Das mache ich jetzt nicht bei allen Bienenvölkern, aber schon bei, also jedes zweite, jedes dritte, jedes vierte. Also so dass einfach, dass ich einfach das Gefühl habe, ja, je nach Bienenstand auch, dass ich einfach das Gefühl habe, ich habe so einen guten Überblick über das, was momentan bei uns in der Imkerei an Bienen vorhanden ist. Und da überlege ich mir halt dann, wie kommen die jetzt, wie sehen die in 4 Wochen aus, wie sehen die in 8 Wochen aus. Man täuscht sich da manchmal ganz gewaltig. Also schwache Bienenvölker stehen nachher super da, starke Bienenvölker stehen einfach schlecht da. Aber über die Masse, das interessiert mich eigentlich. Also mich interessiert nicht das einzelne Bienenvolk, sondern ich will einfach wissen, brauche ich für 40, für 80, für 100, für 120 Bienenvölker einen Wanderplatz, zum Beispiel im Raps. Und dann schaue ich mir das an, die Tage, also die nächsten Tage und nächsten 1-2 Wochen schaue ich mir die Wanderplätze an. Da habe ich ja immer Bekannten von mir, wo ich weiß, behandelt er überhaupt, wann behandelt er, wie ist die Lage, und mit dem kläre ich das immer so ab, wann ich da kommen kann, dass wir eben den Bienen das nicht zumuten, dass die während der Behandlung praktisch am Rapschen sind. Klar, man weiß nie, was machen die anderen Landwirte. Aber ich meine, Bienenvolk fliegt jetzt auch nicht über 4, 5, 6 Hektar Rapsacker drüber, um dann im nächsten Raps aber Nektar zu sammeln. Ja, also so handhabe ich das, und das ist da meine Philosophie ein bisschen dabei. Und dass ich da einfach weiß, wie sieht die Lage aus, schaue ich mir die jetzt komplett an. Ich habe auch noch nichts gehört, wie es prinzipiell aussieht mit Bienenverlusten in diesem Jahr. Also wir stehen bisher tiptop da. Also die Bienenvölker sind auch, was ich bisher gesehen habe, also ich habe jetzt so um die 100 Bienenvölker gesehen, die gefallen mir eigentlich alle ganz, ganz gut. Und von diesen 100 lebt eins nicht mehr. Das war aber schon bei der Oxalsäurebehandlung, also war im Prinzip schon Anfang Dezember gestorben, da ist jetzt auch keins mehr dazugekommen. Wenn man jetzt natürlich noch, wenn man große Verluste hat, dann ist es spätestens jetzt auch Zeit, darüber nachzudenken, wie ersetze ich die. Und da möchte ich ein bisschen aus meinen Erfahrungen noch jetzt zum Abschluss berichten. Also ich habe in meinem Imkerleben auch schon verschiedene Sachen versucht. Ich sage euch einfach mal, was bei mir nicht funktioniert hat oder wo ich nicht glücklich war. Also nicht glücklich war ich mit Paketbienen oder Kunstschwärmen aus südlichen Gefilden. Ich hatte einmal aus Südfrankreich und ich meine auch einmal aus Italien welche gehabt. Die haben sich bei mir leider zum Teil gar nicht entwickelt. Und manche haben sich gut entwickelt, muss man sagen. Aber ich war eigentlich noch nie mit den Königinnen zufrieden. Da hat mir eigentlich bei allen die Sanftmut gefehlt und auch die Wabenstetigkeit. Also einmal hatte ich Bienenvölker, das war so, weiß ich nicht, ob es ein reiner Backfast war, aber eine ganz, sagen wir mal, Backfast-ähnliche Biene. Man konnte den Bienenkasten im Prinzip mal den Deckel hochgehoben, es saßen halt alle im Gesicht.
war auch unheimlich schwer, die umzuweißeln. Also hat eigentlich nicht funktioniert oder war ganz schwierig, weil die unheimlich aggressiv eigentlich waren. Ich hatte welche aus Paketbienen, andere aus Südfrankreich, die habe ich gefüttert und gefüttert. Also man muss dazu sagen, ich fütter die ganz dünn, 1:1. Und die sind einfach nicht in die Gänge gekommen. Also die waren dann auch bei der Edelkastanie am 16. Juni, war da nichts. Also wenn ich von den Bienenvölkern, damals hatte ich, ich glaube, 30 gekauft, wenn ich von den Bienenvölkern im Schnitt 2 oder 3 Kilo Honig hatte in diesem ganzen Jahr, dann ist es viel gewesen. Was ich auch nicht mehr mache, oder vielleicht würde ich es wieder machen, jetzt bin ich erfahren, aber was auch ganz schwierig ist, Bienen im Herbst zu kaufen. Also das habe ich einmal gemacht, das war ein günstiges Angebot. Und da war ich auch nicht so glücklich. Ich habe die da zwar dann nochmal kontrolliert auf die Varroa-Milbe und habe halt gesehen, dass auch, weil versichert wurde, da wäre alles in Ordnung. Es war eben nicht alles in Ordnung. Und habe dann versucht, im Oktober rein nochmal oder im November rein praktisch nochmal so eine Art Notbehandlung zu machen. Ja, habe ich auch Lehrgeld bezahlt damals. Ne? Hat nicht bei allen funktioniert dann. Ja, ich meine, Gesundheitszeugnis ist ganz klar. Und was ich eigentlich gerne mache, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt auch schon ein Weilchen keine Bienenvölker mehr gekauft, weil wir eigentlich aus uns selber oder aus unserem Betrieb raus vermehren und da ja auch eine entsprechend große Masse haben. Was ich eigentlich so der schönste Weg finde, wenn man überwinterte Bienenvölker kauft. Weil dann habe ich eine Königin, die schon mal vorgeprüft. Also ich habe, die schlüpft im Mai, im Juni oder im Juli. Dann legt die ein Brutnest an, dann bringt die das Volk im Prinzip mit über den Winter. Also ich weiß, die Königin funktioniert. Wenn ich jetzt hier nochmal zurück zu den Kunstschwärmen, da sind die Königin halt, die schlüpfen, werden in die Kiste, also werden begattet und werden verschickt. Also die sind ganz jung. Und da gefällt mir einfach diese Vorselektion oder Vorprüfung über diesen Winter, warum ich eigentlich gerne überwinterte Bienenvölker kaufe. Nachteil ist natürlich, man kauft sie meistens auf der Wabe, also man hat das Wachs des anderen Betriebes dann bei sich. Das ist ganz klar der Riesenvorteil beim Kunstschwarm. Andere Alternative ist Ableger oder Jungvölker zu kaufen im Juni und die dann selber zu überwintern. Finde ich eine ganz schöne Variante, hilft mir aber in diesem Jahr jetzt nichts, sondern ist im Prinzip eine Planung für die Zukunft einfach. Ja, das ist im Prinzip, was mir dazu einfällt zum Bienenkauf, worauf ich oder was ich in den Jahren schon an Fehler gemacht habe oder woraus ich gelernt habe. Möchte ich auch jetzt gar nicht sagen, die Rasse oder die, weil ich vorher gesagt habe, mit Backfast, also möchte ich prinzipiell nichts dazu sagen. Das kann auch mit Guernica passieren, es kann auch mit anderen Rassen passieren, aber es ist ja auch verständlich. Ich meine, das sind jetzt auch nicht unbedingt Züchtungsbetriebe, sondern das sind Vermehrungsbetriebe, die zu Tausenden oder zu Hunderten, zumindest zur Kunstschwärme, im Frühjahr auf den Markt werfen. Und wenn die 3.000, 4.000 Königinnen oder noch mehr haben, das ist eine reine Vermehrung. Ich habe vielleicht eine Königin, von der ich nachziehe, die ist gut, aber was für Streuungen da dann rauskommen, die sind ja nicht geprüft, die können die ja nicht einzeln anschauen. Also es ist eine Vermehrung und für mich eine Notlösung, aber keine Lösung, auf die ich jetzt meinen Saisonplan oder meinen Betrieb weiterentwickeln würde. Ja, vielleicht noch zu mir oder zu uns, wie ich das mit Königinnen mache. Also bei mir im Betrieb habe ich im Prinzip also zwei Linien zu sagen für übertrieben. Ich habe aus meinem eigenen Völkerbestand jetzt über Jahre einfach selektiert nach bestimmten Kriterien und da habe ich zwei Richtungen. Und was ich eigentlich regelmäßig mache, ich kaufe Königinnen zu. Also das mache ich gerne im Juni, also Ende Juni, Anfang Juli, wenn ich abschleuder und daraus mache ich dann Kunstschwärme. Und da klar habe ich auch eigene Königinnen oder bereite mir bis dahin eigene Königinnen vor.
Aber da kaufe ich auch Königinnen von einem, von, in dem Fall von einem Züchter, Vermehrer zu, den ich schon lange kenne und wo ich weiß, da bin ich zufrieden. Die bestelle ich mir vor, die kommen dann und dann mache ich da meine Kunstschwärme. Und so kommt auch immer ein bisschen andere Gene, anderes Blut rein. Ja, das war es an dieser Stelle eigentlich von mir. Mehr habe ich jetzt die Woche bei den Bienen auch nicht gemacht oder mehr steht auch nicht an. Es geht ja jetzt laut Wetterbericht super mild weiter, also immer diese 5-6 Grad am Tag, minus 1 Grad, minus 2 Grad bei uns in die Nacht. Und wie gesagt, ich bin jetzt einfach nochmal rumgefahren, zum einen, weil ich alles wissen wollte und auch, weil mich die Neugier getrieben hat. Ne? Weil so einen milden Winter habe ich jetzt in meiner Imkerkarriere, glaube ich, noch nie erlebt. Und da wollte ich einfach jetzt auch nochmal schauen, wie sieht es mit dem Futter aus, haben wir einen Futterabriss, haben wir zu wenig Platz für die Brut. Also einfach nochmal, dass ich ruhig schlafen kann. Also diese Saisonplanung, da hätte ich auch noch ein, zwei Wochen Zeit gehabt, aber jetzt habe ich gedacht, jetzt haben wir das milde Wetter, jetzt fahre ich mal rum, ich habe Zeit und dann weiß ich einfach Bescheid. Also wenn euch das gefällt, was ich euch hier sage, dann abonniert gerne meinen Kanal. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Ich beantworte sie entweder direkt oder ich versuche sie im nächsten Video aufzugreifen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Woche. Also tschüss, ade.